Hallo, hier ist wieder Claire und bevor es mit dem großen Arcana losgeht, mache ich es noch ein bisschen spannend und komme nochmal auf eine Frage zurück, die mir letztens gestellt wurde und die ich sehr interessant fand, weil ich mir denke, dass das viele sich so ein bisschen fragen könnten, und zwar ist das die Deutung der Karten als solche. Also wie komme ich zu dem, was ich hier sage, wie kommt es, dass manche Bücher anderes sagen, und wie komme ich vor allem selber zur korrekten Deutung meiner Karten dann zum Schluss. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also es ist so, dass im Endeffekt die ganzen Bücher, was ich hier in den Videos erzähle, was man sich selber zu den Karten notiert etc., sind allesamt so eine Art Reservoir an Bildern, die das eigentliche Bild, nämlich die Karte, sozusagen umkreisen. Ja? Also sie sind nicht das Symbol selbst. Das ist immer noch die Karte und die Karte selber ist unveränderlich in ihrer Aussage, aber sie kann sehr verschiedene Aspekte beleuchten. Das hängt von der Frage ab, das hängt aber im Endeffekt auch von unserer Intuition ab. Also von dem, was uns dazu spontan einfällt. Diese spontanen Sachen, die einem entfleuchen sozusagen. Manchmal denkt man, was habe ich denn jetzt erzählt? Aber genau das trifft dann den Kern. Also da darf man ruhig auf das innere Gefühl hören. Trotzdem ist es immer gut, die theoretischen Deutungen zu kennen. Ja? Also die Theorie dient quasi dazu, dass wir ein inneres Bild zu einer Karte aufbauen können. Und das mit dem inneren Bild hört sich jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch oder esoterisch an. Das kann man, glaube ich, ganz gut verdeutlichen, wenn man mal dran denkt, zum Beispiel an das Wort Blume. Zu einer Blume wird uns alles mögliche Schöne einfallen, aber garantiert kein Apfel. Ja? Und so ähnlich ist das mit den inneren Bildern zu den Karten. Man lernt, was gehört zu diesem Symbol, zu dem, was die Karte ausdrückt, dazu und was wäre unpassend. Was gehört nicht zu dieser Energie dazu? Ja? Und im Endeffekt kann man sich das mit der Intuition dann so vorstellen, als hätte man so eine Art Jukebox vor sich. Und das ist die Karte. Und die ganzen Platten, die da drin sind, sind die verschiedenen Bedeutungen, die die Karte haben kann. Und unsere Intuition ist sozusagen der Greifer, der die Platte rausnimmt und auflegt und uns sagt, okay, genau diesen Punkt spricht die Karte jetzt an. Ja, deshalb ist auch rein intuitives Deuten, ohne irgendwie sich mit theoretischen Geschichten hinter den Karten zu befassen, schwierig. Dann fehlen einem sozusagen die Platten in der Jukebox oder man hat nicht ganz so viele, wie möglich wären. Ja? Also so gesehen ist das immer so eine Sache. Es ist nicht so, dass nur die Theorie, die Bücher etc. recht haben, und es ist auch nicht so, dass nur das Gefühl recht hat. Das muss man also in der Mitte zusammenbringen und dann wird es auch was.